Hallo und herzlich willkommen zur neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Wir sind bei Video 29 angelangt und machen jetzt den zweiten Teil der drei Höckerzähneartigen, den Trichonodontidae. Und da sind beim letzten Mal ja noch fünf Gattungen übrig geblieben. Und ja, wir fangen jetzt mit der ersten an, den Sternhöckerzähnern, den Astrochonodon, die natürlich auch eine Untergruppe der drei Höckerzähneartigen, den Trichonodontidae sind. Und wie fast alle ausgestorbenen Gruppen ist sie unsicher, da sie bereits im Mesozoikum, genau genommen in der Unter- bis Oberkreide, 113 bis 93,5 Millionen Jahre vor der Zeit, ausgestorben sind. Fossilien wurden in der Antlers Formation, die sich in den USA befindet und von Arkansas bis Süd-Oklahoma erstreckt, aber auch den Nordosten von Texas umfasst, in der Cedar Mountain Formation in Utah, USA, sowie der Twin Mountains Formation in Texas, USA gefunden. Also gab einiges. Eine genaue Beschreibung liegt jedoch nicht vor, doch da die Fundstätten für Meereslebensräume typisch sind, ist sich die Wissenschaft uneins, ob die Überreste nur in das Meer gespült wurden und sich mit landlebenden Insektenfresser, also Insektivoren, oder wasserlebende Fischfresser, Piscivoren, handelte. Es wurden bisher drei Arten benannt, von denen zumindest zwei eine Abgrenzung auf Basis anatomischer Merkmale erfahren haben. Das ist Astrochonodon denisoni, mit Backenzähnen, die eine Höhe von 0,59 bis 2 mm aufweisen, wobei bei den hinteren die Zahnkrone stark erhöht ist. Astrochonodon delicatus, den ein Wulst am Zahnhals, also ein Cingulum, bei den Backenzähnen im Unterkiefer fehlt. Astrochonodon grandevus, der halt wie gesagt keine Abgrenzung hat. Zu Gewicht und Alter und Größe lässt sich leider nichts sagen, weswegen wir zu den vornehmlich Dreihöckerzähnern, den Maikonodon, kommen. Natürlich auch eine Untergruppe der Dreihöckerzähneartigen, die unsicher ist, weil sie im Mesozoikum, genau genommen in der Unterkreide, 100,5 Millionen Jahre vor der Zeitrechnung ausgestorben sind. Es wurden nur wenige Fossilien in China gefunden. Deswegen liegt eine genaue Beschreibung nicht vor. Es wird jedoch vermutet, dass es sich um einen landlebenden Insektenfresser gehandelt hat. Es wurden bisher nur zwei Arten benannt, die auch nicht genau beschrieben sind. Maikonodon lee und Maikonodon setoguchi. Ja, Gewicht, Alter und Größe bleiben ungeklärt, weswegen wir jetzt schon bei den Hochhöckerzähnern, den Altikonodon, sind. Die Gattung der Hochhöckerzähner ist natürlich auch eine Untergruppe der Dreihöckerzähnerartigen. Ausgestorben und damit unsicher ist sie im Mesozoikum, genauer genommen in der Oberkreide, 84,5 bis 83,5 Millionen Jahre vor der Zeit. Es wurden nur wenige Fossilien in der Milk River Formation in Alberta, Kanada gefunden. Eine genaue Beschreibung liegt aufgrund der wenigen Fossilien nicht vor. Doch anhand der Zähne meint man zu erkennen, dass diese noch besser zum Schneiden adaptiert waren als bei den älteren Vertretern der Familie, was typisch für Insektenfresser ist. Es wurde bisher nur eine Art benannt, die jedoch nicht genau beschrieben ist, Altikonodon lindoi. Ja, Gewicht, Alter und Größe bleiben rätselhaft. Und wir machen direkt mit den Rabenhöckerzähnen, den Corvicornodon, weiter. Auch eine Untergruppe, die unsicher ist, ausgestorben im Mesozoikum, in der Zeit der Unter- bis Oberkreide, 100,5 bis 93,5 Millionen Jahre vor der Zeit, existierten sie wohl. Es wurden nur wenige Fossilien in Utah, Wyoming und Montana in den USA sowie in Argentinien gefunden. Auch hier fehlt eine genaue Beschreibung und es bleibt die Vermutung, dass es landlebende Insektenfresser waren. Es wurden nur zwei Arten benannt, die jedoch nicht genau beschrieben sind. Corvicornodon montanensis, Corvicornodon utahensis, das waren die beiden. Gewicht, Alter und Größe unbekannt. Und zur letzten Gruppe können wir jetzt ein bisschen was sagen, den Jugulator, den Halsschlagadatoren, der auch eine Untergruppe der drei Höckerzähneartigen ist,
Ebenfalls unsicher, da der Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen der Oberkreide, 93,5 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Es wurden allerdings nur wenige Fossilien in Form von Kiefer und Zehen in der Cedar Mountain Formation in Utah in den USA gefunden. Aber, wie gesagt, hier wissen wir jetzt ein bisschen was. Und zwar, dass die mittleren, unteren Schneidezähne, also die Inzisoren, stark verlängert waren und deren Zahnkrone war zudem auch noch scharf geschliffen, sodass es sich bei der Gattung wahrscheinlich um Räuber gehandelt hat, welche andere Säuger und kleine Dinosaurier jagten. Es wurde bisher nur eine Art benannt, welche die obigen Merkmale aufweist, Jugulator amblyssismus. Und hier wissen wir zumindest, sie wurden bis 750 Gramm schwer, Höchstalter wissen wir nicht, aber bis 1,11 Meter groß. Und ihr erinnert euch, ich hatte letztes Mal gesagt, dass da noch ein paar mehr Informationen kamen. Die wurden tatsächlich mittlerweile zurückgezogen. Es gab allerdings eine Publikation, die meinte, sie wären raubtierartig fast wie Katzen gewesen. Deswegen hatte ich auch das Bild vom Löwen gewählt. Ich habe das jetzt noch nachträglich rausgeschnitten, hatte da einige Ideen gehabt, dass es auch einen Kieferwechsel gab, als dass die Zähne ausgewechselt wurden. Man hatte vermutet, dass in den Fossilienabdrücken, dass es wie eine Mähne bei einem Löwen war. Mittlerweile vermutet man aber, dass es gar keine Mähne war, sondern wahrscheinlich nur irgendwie Umgebung, also ich sag mal Gras oder sowas, das da mit eingetrocknet war. Von daher, man hat eigentlich fast alles zurückgezogen. Daher muss ich vom letzten Mal die Aussage hier leider ein bisschen revidieren. Ich habe euch jetzt vorgestellt, was noch drin geblieben ist. Das sind dadurch auch einige Folien weniger geworden. Und ich will euch jetzt nichts vorstellen, was zu unsicher ist. Ihr habt es jetzt einmal gehört. Vielleicht wird das ja doch nochmal wieder bestätigt. Vielleicht kommen ja neue Funde, die das ein bisschen untermauern. Aber bis dato können wir nicht genau sagen, was es war, außer dass die Zähne offenbar raubtierartig waren. Gut. Damit sind wir auch am Ende von dieser Vorlesung angelangt, die dadurch deutlich kürzer geworden ist, als ich erwartet hatte. Vorher waren ich bei 24 Folien, jetzt sind wir bei 16. Und die Folien, die ich weggelassen habe, da stand halt noch ein paar Sachen drauf. Aber wie gesagt, zu unsicher. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass wir schneller durch sind. Und bei der Vorlesung 30, die dann folgt, kommen wir wieder zu den lebenden Tieren, die es jetzt noch gibt. Und das ist wahrscheinlich auch viel spannender. Also insgesamt wahrscheinlich ist das eine positive Situation. Und deswegen mache ich das auch kurz, sage danke für eure Aufmerksamkeit. Entschuldigt ja die jetzt nachträgliche Fehlinformation sozusagen. Ich freue mich aber trotzdem über einen Like. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.